Mad Dog 2022, pass a bocky and some bougie oozy ears. Class division and bear baiting on television for better ratings is... Ich weiß noch, ich habe da eine Anekdote. Wir waren, ich glaube, es war die erste größere Support-Show, die ich mit den Blackbirds gespielt habe, in Berlin vor Those Dancing Days 2011, 12, irgendwie sowas. Und da kam nach dem Konzert so ein Typ zu uns oder zu mir und meinte so, ey, ihr wart die Vorband, ne? Und ich so, ja, ja. Und er, ja, ich bin extra später gekommen. Ich habe gelesen, er kommt aus Solingen. Ich dachte, das muss scheiße sein. Das hat er mir so gesagt. Das war so das erste. Ich war so das erste Mal, habe das erste Mal in Berlin gespielt und das war das erste Feedback, was ich bekommen habe. Ihr müsst wohl scheiße sein. Oder? Ja, so. Ehrlich. Wahrscheinlich war er auch zugewandert aus Schwaben. Genau, wahrscheinlich so. Aber das ist auf jeden Fall, das ist hängen geblieben. Ich meine, das hat jetzt nicht irgendwie mein Leben zerstört, dieser Satz. Aber zumindest zeigt es irgendwie, dass manche Leute das eben so sehen. Wenn man es nicht dann zu einer Marke macht. Manchmal ist es ja auch so die Band aus der Kleinstadt und so. Ja. Ne? Aber am Anfang ist es manchmal schwierig. Ich halte es für eine gewagte These. Ich glaube, die Musik ist im Endeffekt das, was zählt. Aber du brauchst natürlich manchmal so die Medienkontakte, die es in der Großstadt gibt. Also in Solingen triffst du jetzt selten jemanden wie Joachim, der jetzt gerade zufällig Medienmogul ist. Yeah.
Bonne, den wir dir da mangeln, er fehlt noch. Es war ne Trappen, Mulbergen, Blästen, Kommer, Ruske, Mainagen. Er blev hurtigt kølet af, slog kraven op og fandt den sidste mønt i frakken. Willkommen zur Online-Lesung von These Girls. Ich und einige andere Autorinnen und Autoren stellen dieses Buch vor. Ein Streifzug durch feministische Musikgeschichte, in dem ganz viele Autorinnen und Autoren über ganz viele wunderbare Künstlerinnen und Musikerinnen geschrieben haben. Um was genau geht, lese ich jetzt vor mit dem sogenannten Intro. Andere sagen auch Vorwort dazu. Anderes. Irgendjemand sagte mir, dass
dass ich das sehen muss. Fahr mit der 706! Generation is...